Beim Blick durch das Gitter eines Haikäfigs in die Augen eines weißen Hais ist es zu spät für die Frage, wie stabil der Käfig ist. Das sollten Sie vorher wissen. Unser unerschrockener Konstrukteur Jacques hat gerade eine Woche lang gemütlich zu Hause Hai-Dokumentationen angesehen. Hiervon inspiriert hat er beschlossen, im Urlaub eine einzigartige Reise zu machen, zur Shark Alley, einem Gebiet, in dem weltweit die meisten Haie anzutreffen sind. Jacques möchte die Haie aber nicht nur von oben sehen, sondern ganz eng mit ihnen in Kontakt kommen. Dafür will er einen eigenen Haikäfig für den Unterwassereinsatz entwerfen und bauen. Genau, der Käfig wird ins Wasser gelassen, ebenso wie Jacques. Im Wasser wartet der Hai. Und unser Hai, nennen wir ihn Bruce, möchte ihn am liebsten auffressen. Wie alle guten Konstrukteure möchte Jacques sicherstellen, dass sein Haikäfig für den Zweck geeignet ist. Sein Urlaub wäre ruiniert, wenn ein weißer Hai zu ihm in den Käfig käme. Daher verwendet Jacques SolidWorks Simulation, um seine Sicherheit im Wasser sicherzustellen. Damit er nicht zu Haifutter wird, testet Jacques zwei potenziell tödliche Haiangriffe. Erstens, Haie rammen die Käfige häufig mit großer Kraft. Jacques' Konstruktion muss ihn vor Stößen mit großer Geschwindigkeit schützen. Zweitens, Haie haben außerdem ein kräftiges Gebiss. Jacques' Käfig darf nicht nachgeben, wenn Bruce in die Gitterstäbe beißt. Jacques entwirft den ersten Käfig mit Stahlteilen, die in seiner Werkstatt herumliegen. Aus den Dokumentationen weiß er, dass weiße Haie bis zu 3,5 Tonnen wiegen und bis zu 56 km/h schnell schwimmen können. Für den ersten Test, den Angriff durch Rammen, benötigt Jacques nur den vorderen Teil des Hais, da dieser höchstwahrscheinlich auf den Käfig einwirkt. Hierdurch wird die Analyse erheblich vereinfacht. Jacques nimmt an, dass Bruce den Käfig an seiner schwächsten Stelle angreift. Genau mittig in dem Bereich ohne senkrechte Gitterstäbe. Dies ist für Jacques das Worst-Case-Szenario und er kann mit Hilfe von Symmetrie die Modellgröße und Laufzeit reduzieren. Jacques erstellt eine nichtlineare dynamische Analyse, um zu berechnen, wie effektiv sein Käfig Bruce' Angriff abwehren kann. Jacques nimmt an, dass sein Käfig aus Standardstahl S355 besteht und wählt für Bruce die effektive Masse eines mächtigen Hais mit 3,5 Tonnen. Der Käfig ist an den oberen Ecken und der Rückwand befestigt, als wäre er an einer Hebevorrichtung installiert und lehnt am Boot, während Bruce sich nur direkt auf den Käfig zu oder von ihm wegbewegen kann. Bruce befindet sich direkt außerhalb des Käfigs und Jacques definiert den Kontakt zwischen den wahrscheinlichen Angriffsbereichen zwischen Hai und Käfig. Schließlich wird für Bruce eine Anfangsgeschwindigkeit von 15,65 Metern pro Sekunde, das entspricht 56 km/h, festgelegt. Jacques kann jetzt die Analyse durchführen und die Ergebnisse betrachten. Jacques legt die Belastungsskala so fest, dass alle nachgebenden Materialien rot angezeigt werden. Das erschreckende Ergebnis: Jacques ist Fischfutter. Der Umfang und die Position des eingedrückten Materials zeigt, dass der Käfig wahrscheinlich an den Schweißnähten brechen würde. Der Käfig und Jacques würden einen direkten Angriff von Bruce nicht überleben. Jacques, du brauchst einen stabileren Käfig. Obwohl Jacques weiß, dass er seinen Käfig umplanen muss, wenn er überleben möchte, will er sehen, wie effektiv die erste Konstruktion bei einem Biss des Hais wäre. Aus den Dokumentationen weiß Jacques, dass ein weißer Hai mit einer Kraft von 18.000 Newton zubeißen kann. Für diese Analyse benötigt Jacques Bruce nicht. Er kann einfach den Bissbereich an den Gitterstäben schätzen und Patches auf den Stäben erstellen, auf die die Bisskraft angewendet werden kann. Jacques geht davon aus, dass der Biss über einen längeren Zeitraum abläuft und erstellt daher eine lineare statische Analyse. Er verwendet das gleiche Material und die gleichen Einschränkungen wie bei dem Rammangriff und wendet zwei entgegengesetzte Kräfte an, um das Zubeißen von Bruce in den Käfig zu simulieren. Dann vernetzt er das Modell und führt, etwas verängstigt, die Analyse durch. Das Ergebnis für den Käfig ist bei dem Biss deutlich besser als bei der Analyse für das Rammen.
Bruce kann lächeln, so viel er will, aber Jacques' erster Käfigentwurf würde selbst einem Biss des größten weißen Hais standhalten. Nach der Bestätigung, dass der Käfig den Bissangriff eines Hais überstehen würde, konzentriert sich Jacques darauf, den Aufprall zu überleben. Er muss die Stabilität seines Käfigs deutlich verbessern. Dabei darf er aber möglichst nicht schwerer werden, da das Boot nicht kippen soll, wenn der Käfig ins Wasser gelassen wird. Jacques verstärkt die Hauptbauteile mit 100 x 100 x 10 mm quadratischen Hohlprofilen und verwendet trotz höherer Kosten wegen der überlegenen Festigkeit Titan statt Stahl. Da das erste Design bereits ein gutes Ergebnis für die Belastung durch einen Biss geliefert hatte, muss Jacques nur die Analyse für den Aufprall wiederholen. Er dupliziert die anfängliche nichtlineare Analyse, aktualisiert die Geometrie und klickt auf Ausführen. Dieses Mal hält der überarbeitete Käfig. Die Kräfte sind immer noch stark, doch der neue Käfig widersteht einem Angriff von Bruce mit seinen 3,5 Tonnen bei voller Geschwindigkeit. Der Käfig kann zu Wasser gelassen werden. Nach kürzlichen Erlebnissen im Kino ist Jacques jedoch etwas nervös wegen des Wetters. Jacques wird sich auf das Schlimmste vorbereiten. Er muss die ultimative Frage zu Haiangriffen beantworten. Wie reagiert der Käfig, wenn er von einem Hai mit Tornadogeschwindigkeit angegriffen wird? Wieder dupliziert Jacques die nichtlineare Analyse und erhöht die Angriffsgeschwindigkeit auf 89 Meter pro Sekunde oder 320 km/h. Wenn Bruce, der Hai, mit der Geschwindigkeit eines Tornados durch den Ozean jagt, durchstößt er den neuen Titankäfig, als bestünde er aus Plastik. Der Aufprall ist so extrem, dass der Käfig nachhaltig beschädigt und Jacques nachhaltig entstellt wird. Zum Glück für Jacques ist dieses Szenario auf Trashfilme beschränkt. Falls er weiterhin besorgt ist, könnte er sich mit einer Kettensäge wappnen. Obwohl dieses Szenario mit Jacques und seinem Haikäfig lustig klingt, wird daran deutlich, wie SolidWorks Simulation Ihnen bei der Produktentwicklung helfen kann. Alle Unternehmen können von der frühzeitigen Kenntnis über potenzielle Leistungs- oder Sicherheitsprobleme profitieren. Die SolidWorks Simulation Suite bietet vielseitige Werkzeuge, mit deren Hilfe Sie die kompliziertesten Aufgabenstellungen in der Produktentwicklung lösen können. SolidWorks Simulation ermöglicht Ihnen zudem einen Blick auf Ihre Produkte unter realen Bedingungen, sodass Sie deren Leistungsfähigkeit nachvollziehen können, ohne viele teure und zeitaufwendige Prototypen bauen zu müssen. SolidWorks Simulation liefert Ihnen entscheidende Informationen, die Ihnen beim Treffen fundierter Ingenieurs- und Konstruktionsentscheidungen helfen. Dadurch werden Ihre Produkte besser und Ihre Kunden noch zufriedener. Weitere Informationen zu SolidWorks Simulation-Werkzeugen erhalten Sie bei Ihrem nächstgelegenen SolidWorks-Vertriebspartner oder unter solidworks.de/simulation. Und denken Sie daran, mit SolidWorks Simulation denken Sie nicht nur, dass es sicher ist, ins Wasser zurückzukehren, Sie wissen es.